Ja, schön, dass ich hier sein darf heute. Ich bin Lynn Schmorde, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAU in Düsseldorf und halte heute einen kurzen Vortrag mit dem Titel Learning Analytics an deutschen Hochschulen, Quo Vadis. Ich stelle heute die Ergebnisse aus insgesamt 27 Interviews mit E-Learning-Expertinnen an deutschen Schulen und Hochschulen vor, die unser Team im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts FairEnough zur aktuellen Nutzung von Lernplattformen und Learning Analytics geführt hat. Genau, was ist also der Status quo von Lernplattformen? Die Nutzung von Lernplattformen hat durch die Pandemie ganz klar einen Schub erlebt. Da waren sich auch alle unsere Interviewpartnerinnen einig. Statt der sogenannten PDF-Schleuder oder der Datenschleuder, wie Lernplattformen ja manchmal etwas despektierlich genannt werden, wurden Kommunikation und Interaktion gefördert, ein flexibleres Studieren war in Pandemiezeiten möglich und ja, alles in allem ist die Nutzung sehr, sehr stark gestiegen. Allerdings, Learning Analytics, das heißt die Auswertung der in den Lernplattformen generierten Daten, ist in Deutschland hingegen bisher beschränkt auf sogenannte explizite Daten, das heißt Daten aus Online-Tests oder Übungen, anderen Abgaben, Kahoots zum Beispiel, wohingegen zum Beispiel die Nutzung von Metadaten wie Login-Daten oder Download-Daten von Materialien meist gar nicht abgeschaltet ist. Warum ist das so? Zum einen gibt es ganz große Unsicherheiten bezüglich der Implikationen, die aus Daten gezogen werden können. Zum Beispiel heißt der Download eines PDFs eben nicht, dass das PDF auch gelesen wurde. Zum anderen heißt auch ein abgespieltes Video eben nicht, dass das Video auch tatsächlich angesehen wurde. Außerdem gibt es große ethische und datenschutzrechtliche Vorbehalte gegen die manuelle und auch vor allen Dingen gegen die automatisierte Auswertung mit Learning Analytics. Zum anderen gibt es ja große Sorgen vor den Kosten, die das Aufsetzen von Learning Analytics mit sich bringen kann und eben die Unklarheit über den möglichen Nutzen. Ja, dabei gibt es ganz viele Nutzen und ganz viele Vorteile, die Learning Analytics mit sich bringen kann, die aber bisher ja in der Debatte auch teilweise eben auch in unseren Interviews ja noch nicht so gesehen werden und eher auch eine untergeordnete Rolle spielen. Das kann zum Beispiel sein, die Analyse des Lernverhaltens, ganz wichtig von Studierenden. Das heißt zum Beispiel, werden Materialien, die auf Lernplattformen zur Verfügung gestellt werden, überhaupt genutzt? Wann werden zum Beispiel Videos pausiert? Wer ist vielleicht gefährdet, den Kurs nicht zu bestehen und daraufhin eben auch individuelle Materialien bereitzustellen und ein personalisiertes Feedback zu ermöglichen. Sieht man die Präsentation noch? Ich glaube, jetzt ist sie gerade hier weggegangen. Ja. Ich gucke mal kurz, wenn ich nichts gemacht. So. Ich glaube, jetzt müsste man sie wieder sehen. Genau. Genau, das sind Vorteile aus Lehrendensicht. Aus Studierendensicht gibt es aber auch ganz viele Vorteile. Zum Beispiel eben das Verständnis des eigenen Lernverhaltens, dass man während des Semesters sehen kann, wo stehe ich aktuell, was muss ich noch tun und dadurch eben Selbstlernphasen besser strukturieren zu können. Und ja, da können Lernplattformen und Learning Analytics eben einen ganz, ganz großen Beitrag zu leisten. Ja, wie sieht also jetzt die Zukunft aus? Also der Titel des Vortrags ist ja Quo Vadis. Klar ist, dass es wahrscheinlich Hochschulen ohne Lernplattformen in Zukunft nicht mehr geben wird. Ja, wir gehen sogar so weit, dass wir sagen würden, dass Learning Analytics dabei ein ganz wichtiger Aspekt auch im Wettbewerb um Studierende sein kann, um eben Themen wie Individualisierung und Flexibilisierung voranzutreiben, was eben auch immer stärker von Studierenden nachgefragt wird. Und ja, das heißt, die positiven Aspekte, die jetzt auch während der Pandemie gesehen wurden, beizubehalten und ja, eben zu nutzen. Und ja, die Frage ist jetzt eben, wie kann Learning Analytics möglichst effizient eingesetzt werden, ja, bei gleichzeitiger Minimierung der Nachteile und auch der Kosten. Wir denken, dass dabei insbesondere vier Aspekte eine ganz große Rolle spielen. Zum einen ist das die Transparenz und die Aufklärung für alle Stakeholder. Das heißt, sowohl für die Dozierenden, aber auch für die Studierenden, dass ja, man eben weiß, dass man eine Kontrolle über die eigenen Daten hat, dass man weiß, was wird ausgewertet, wann wird etwas ausgewertet und da eben volle Transparenz zu schaffen.
und da aber auch eben auch die Dozierenden zu schulen und sie mit dem notwendigen Know-how auszustatten. Dann ganz wichtig die Klärung der eben angesprochenen ethischen und datenschutzrechtlichen Fragen, zum Beispiel die Frage nach der Genauigkeit der Analysen, zum Beispiel auch der automatisierten Analysen, die eben in Learning Analytics oder mit Learning Analytics geschaffen werden können. Dann die Frage, möchte man überhaupt personenscharfe Daten haben oder möchte man eigentlich nur anonymisierte Analysen über einen ganzen Kurs zum Beispiel haben? Damit zusammenhängt auch die Frage danach oder die Anforderung, dass Vorhersagen, die zum Beispiel mit Predictive Analytics geschaffen werden, möglichst biasfrei sein müssen. Das heißt, dass alle Gruppen abgebildet werden müssen in den Daten und keine Benachteiligung stattfindet, zum Beispiel durch unausgewogene Trainingsdatensätze. Und ja, zu guter Letzt eben auch das Neudenken von Lehrkonzepten an den Hochschulen. Das heißt, dass Lernplattformen vollständig integriert werden, anstatt sie quasi nur als notwendiges Übel zu sehen, sodass eben im besten Fall eine Verschmelzung von Online- und Präsenzlehre stattfinden kann. Und ja, wir glauben, dass Lernplattformen und auch Learning Analytics dabei eben eine ganz essentielle Rolle spielen werden, um ja, eben eine hybride Lehre für die Zukunft zu schaffen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann würde ich an den Nächsten übergeben. Oder die Nächsten. Ja, und das bin ich. Ich bin der Frederik Kracht von der Hochschule Universität Duisburg-Essen und ich werde heute über das Thema sprechen, Abschreiben zwecklos. Ich denke, jeder von Ihnen hat so in dem letzten Semester gelernt, was es auf einmal heißt, digital zu prüfen. Die ein oder andere Hochschule hat dabei es zugelassen, dass man das Ganze per Video überwacht hat, andere haben es nicht gemacht. Die Frage war immer noch, die man sich so gestellt hat, ist, was machen die Studenten da eigentlich wirklich? Und deshalb kamen wir jetzt zu diesem Thema, einfach zu gucken, ja, wie kann das Ganze denn überhaupt funktionieren? Weil wenn man sich jetzt diese letzten Semester anschaut, dann sieht man viele Zeitungsartikel und auch viele Analysen dazu. Und die zeigen natürlich, dass viele Studierende leider nicht so ehrlich waren, wie man das sich erhofft hat. So gab es zum Beispiel eine Studie, wo über 16.000 Studierende gefragt wurden, ob sie abgeschrieben haben. Und wenn man jetzt diesen glaubt, dass sie das ehrlich beantwortet haben, so gaben über 60% an, dass sie in irgendeiner Form ja, gefuscht haben mit anderen Studenten, sich ausgetauscht haben oder halt Informationen abgegriffen haben, die sie nicht hätten abgreifen können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich sicher prüfen, also auch Fairness bei der Prüfung haben, dass halt nicht abgeschrieben werden kann. Und das wollen wir uns jetzt mal so anschauen. Also klar ist, gerne möchte man natürlich die Studierenden beobachten, weil in diesem Interview mit den Studierenden ist herausgekommen, dass viele sich unbeobachtet fühlen und dementsprechend gefuscht wurde. Also wäre die eine Möglichkeit, man filmt die ganze Zeit, was der Mensch macht mit der Webcam, also was man beobachtet ihn also während der Klausur oder man hat andere Software, um zu sehen, was er gerade googelt oder wie auch immer. Aber da hat sich eigentlich auch herausgestellt, dass das Ganze nicht so einfach ist. Gerade wurde schon angesprochen, ethisch ist es eine Frage, aber auch aus Gründen der Datenschutzrichtlinien ist es eine Frage. Und dementsprechend kann sowas relativ einfach umgangen werden. Und das ist nämlich das, was eigentlich auch passieren kann. Egal, ob jetzt Proctorino oder was auch immer installiert ist, letztendlich kann man mit einfachen Mitteln, und die kann meistens der Student, das Ganze umgehen. Und wie einfach das ist, möchte ich einfach mal zeigen. Sie sehen mich jetzt gerade noch, wie ich präsentiere. Ja, und jetzt auf einmal schreibe ich eine Klausur. Das ist eine virtuelle Webcam, die ich nämlich drin habe, die über meiner Webcam gelegt ist. Und jetzt schreibe ich einfach und der Dozent denkt, ich bin da aktiv dabei. Aber das stimmt überhaupt gar nicht, denn ich präsentiere ja jetzt hier gerade. Also man sieht, das ist nur ein ganz einfacher Weg, sowas zu umgehen und schon denkt man, man hätte den Studenten beobachtet und ihn beim Pfuschen erwischt, aber man hat ihn gar nicht erwischt. Und dementsprechend ist die Frage, wie muss ich Klausuren vielleicht neu denken, damit das Ganze funktioniert in der digitalen Welt? Und das eine ist natürlich, dass man versucht, den Studenten nicht mehr als Kollektiv zu sehen, sondern als Individuum. Und deshalb ist der große Punkt, individualisierte Klausuren zu erstellen. Das hat nämlich den einen Vorteil, wie man jetzt mal hier dargestellt bekommt mit den Würfeln, dass natürlich oft viele Fragentypen an sich in der gleichen Schwierigkeitsstufe auch von dem Transferwissen abgefragt werden, die jeder Student in einer anderen Form bekommt.
Nehmen wir jetzt numerische Werte, also Zahlen in der Mathematik, die variiert werden, wo aber der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe komplett identisch bleibt. Auf der anderen Seite kann man, wie die Würfel jetzt zeigen, das Ganze auch farblich ein bisschen kodieren. Das heißt, der eine Student bekommt in der Geschichte oder in einem anderen Fach vielleicht ein anderes Schaubild gezeigt, was aber auch wieder den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweist. Und eine andere Methode wird abgefragt, die auch in ihrer Schwierigkeit identisch ist. Und so wird das Ganze immer weiter randomisiert, sodass wirklich der Student an sich nachher eine individualisierte Klausur bekommt und halt nicht mehr so einfach fuschen kann. Ja, wie kann man das Ganze jetzt angehen? Jetzt fragt man sich natürlich, wie macht man das? Wichtig ist natürlich erstmal sein LMS-System zu kennen. Das heißt, wie sieht die Plattform aus? Welche Fragentypen bietet sie mir? Da gibt es verschiedenste Arten an Fragetypen, die vorkommen können. Multiple Choice, Freitext, Upload, Lückentext. Bei manchen kann man automatisiert das Ganze korrigieren lassen. Bei manchen muss man doch manuell ran. Aber letztendlich brauchen wir irgendwie einen zwischengearteten Generator, der dafür sorgt, dass diese Klausuren dann randomisiert für den einzelnen Studenten erstellt werden. Das heißt, das Ganze zusammenwürfelt. Das Ganze muss natürlich skriptbasiert sein, muss auch die Plausibilität der Lösungen überprüfen. Das heißt, dass bestimmte Lösungen natürlich dann auch in einem Rahmen sind, der logisch ist und somit für den Studenten dann auch gelöst werden kann. Und am Ende muss diese Klausur wiederum in ein LMS-System geladen werden, um dann letztendlich auch von dem Studenten, durchgeführt zu werden. Das ist also die Idee dahinter. Welchen Vorteil hat das? Ja, man sieht die Uhr, die hier in dem Sand verrinnt. Also wenn ich eine Klausur so stelle, dass ich gar nicht Zeit habe, mich groß mit anderen dann auszutauschen, dann bin ich mit meiner eigenen Klausur beschäftigt und kann jetzt nicht noch groß andere helfen, um vielleicht ihre Klausur mit komplett anderen Zahlen, mit anderen Methoden dann zu lösen. Und je mehr Klausuren ich erstelle, ist es natürlich auch so, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, das groß wirklich auszutauschen. Also die Individualisierbarkeit sorgt dafür, dass letztendlich die Prüfung dann sicher ist. Ja, und das soll mein kleiner Vortrag gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit und übergebe das Zepter dann dem nächsten Präsenten. Müsste Herr Seibler sein auf der Liste. Ja, noch müsste Herr Seibler. Ah ja, vielen Dank, danke. Ich wusste das nicht, wer jetzt dran ist. Gut, können Sie meinen Bildschirm... Ne, können Sie noch nicht sehen. Ne? Muss ich wahrscheinlich freischalten, Sekunde. Okay. Gut, können Sie es jetzt sehen? Hallo? Ja. Ja? Oh, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, also mein Vortrag ist über das Flipped Exam und dabei geht es um ein Peer-Review-basiertes Prüfen im projektorientierten Seminar. Das heißt, hier wird das Konzept des Prüfens umgedreht ein bisschen. Es wird an die Studierenden zurückgegeben und es handelt sich hier natürlich nicht um Klausuren, so wie wir das im klassischen Sinn vielleicht gerade eben gehört haben. Weshalb wollte ich das Ganze so machen? Es ging mir hauptsächlich darum, bestimmte Kompetenzen hier zu vermitteln. Und es geht um die Kompetenz zur Erstellung und Bewertung von Plänen, Konzepten oder Daten. Es richtet sich hier insbesondere an Masterstudierende, wo ich davon ausgehe, dass sie in ihrem Berufsleben genau solchen Anforderungen begegnen, wo sie Pläne anderer Kollegen sich anschauen müssen und diese auch bewerten. Die Herausforderung ist hier bei diesen Anforderungen ja letztendlich, dass wir hier eine ganze Reihe von Projekten bewerten müssen und als Prüfende ist das einfach auch gar nicht durchführbar. Und insofern kann man die Studierenden da nutzen, um ihre Analysefähigkeit zu stärken und gleichzeitig die Projekte der anderen Studierenden zu bewerten. Das ist so das grundlegende Konzept hier. Die Innovation besteht darin, dass es eine Verknüpfung von Projektarbeit und der kritischen anonymen Bewertung anderer Projekte beinhaltet. Es gab zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze hier gestartet habe, schon ein Peer-Review-Verfahren als Rückmelde- und Prüfungsform in großen Fächern, um das Schreiben eines wissenschaftlichen Aufsatzes von Evelyn Korn.
Und ich habe das so ein bisschen als Ausgangslage genommen und habe darum ein Konzept gestrickt, was etwas komplexer noch ist. Man sieht das hier in diesem Schaubild. Das Ganze startet für die Studierenden mit einem Problem, einer Task, einer Aufgabe. Da ist von vornherein klar definiert, was müssen sie machen. Das ist also ein klassischer Problem-Based Learning Approach, wo zunächst einmal das Problem dasteht und die Studierenden gehen dann in die Online-Preparation, können im Lernmodul selbst arbeiten und lernen über verschiedenste Materialien, auch Videos, wie sie es dann später auch eingefordert haben, damit es ein bisschen leichter ist. Zum Schluss steht nochmal ein Selbsttest und dann sind sie in der Lage, in einer Exchange-Runde wirkliche Fragen zu stellen, weil sie Sachen nicht verstanden haben. Und sie gehen auch nochmal in eine Peer-Group-Instruction, um sich gegenseitig vorzubereiten und zu unterstützen. Und dann kommt das eigentliche Exam. Das ist dann also die Bearbeitung des ursprünglichen Problems oder der Task, die ja schon generisch ganz am Anfang stand, aber jetzt natürlich in einer anderen Form abgefragt wird. Und jeder Studierende bekommt eine andere Aufgabe. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Das ist so ein bisschen wie der vorige Vortrag, dass man so etwas randomisiert macht, ist hier auch der Fall. Und dann wird wieder anonymisiert dieses Examen zurückgespielt an die Studierenden und die gehen dann in ein Peer-Review-Verfahren und bewerten die Exams der anderen, also das, was die für Projekte abgegeben haben. Sie kriegen aber auch Referenzprojekte, sodass sie nicht alle gegenseitig sich mit Top-Noten bewerten, sondern sie müssen auch Referenzprojekte vernünftig bewerten. Und wenn sie das nicht vernünftig machen, dann wird ihre eigene Bewertungsfähigkeit runtergesetzt. Das heißt, wenn sie schlecht bei den Referenzprojekten bewerten, dann zählt ihre Meinung bei der Bewertung der Kommilitonen auch nicht so viel. Und es gibt immer 3 Bewerter pro Projekt, sodass man nicht nur einen einzelnen hat. Was sind die Herausforderungen hier? Ich habe gesehen, dass die Studierenden das Konzept erstmal verstehen müssen. Das ist sehr ungewohnt für die meisten Studierenden. Das heißt, es braucht Vorbereitung, Austausch und das Ganze vom Konzept her zu kapieren, hat immer Zeit gebraucht. Das ist der zweite Durchlauf, den ich gemacht habe. Die Studierenden erarbeiten sich Kompetenzen selber. Das ist schwierig oftmals, weil sie das nicht gewohnt sind. Deswegen habe ich eben nochmal Videos erstellt. Studierende unterstützen sich gegenseitig während der Online-Prüfung. Das sieht man hier trotzdem. Ich finde es nicht ganz so problematisch, weil sie eben unterschiedliche Aufgaben haben, aber man sieht es trotzdem, dieses Unterstützen. Und ich gehe davon aus, wenn das jetzt in der Präsenzphase läuft, dass das nicht mehr der Fall sein kann. Es ist arbeitsaufwendig, weil ich das insgesamt 5-mal durchgelaufen lassen habe. Also die haben 5 Projekte bearbeitet, 5 Tasks am Anfang bekommen. Und das summiert sich dann ganz schön auf, was da läuft an Projekten. Das muss dann alles handeln, anonymisiert. Da ist relativ viel Arbeit im Hintergrund notwendig. Und die Notengebung muss anhand von Kriterien natürlich am Anfang definiert werden. Das heißt, wenn die Studierenden im Peer-Review-Verfahren andere Projekte bewerten, müssen sie dafür Anleitung kriegen. Wie mache ich das überhaupt? Also zum Beispiel habe ich ein Major-Kriterium, das Ganze ist auf Englisch, definiert, wie die Funktionen, zum Beispiel, das muss auf jeden Fall klappen und Minor wäre dann irgendetwas, wo es mehr um die Form geht, ja, sodass sie auf jeden Fall eine Anleitung haben. Und ich denke, das ganze Konzept ist anwendbar für die Erstellung von Texten, Konstruktionen, Plänen, also alles, wo man etwas erstellen muss in irgendeiner Art und Weise. Die Feedbacks von der Lehrveranstaltung waren sehr positiv. Die Studierenden haben es als innovatives Konzept gesehen. Und ich greife mal hier vielleicht nur einzelne Sachen raus, um hier nicht zu lang zu bleiben. Sie sehen vor allen Dingen auch hier den Bezug zur Praxis, also zu Unternehmen, wo sie ähnliche Aufgaben letztendlich machen müssen. Und das hat sie durchaus begeistert. Ja, zum Schluss Fragen. Ich weiß gar nicht, wie es hier läuft, ob es zum Schluss dann Fragen gibt, wie auch immer. Damit bin ich auf jeden Fall am Ende mit meinem Modul. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich auch kontaktieren. E-Mail ist hier gegeben. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann übergebe ich an den Nächsten und beende hier die Freigabe. Danke, das müsste dann sein, der Nächste.
So, seht ihr meine Präsentation? Ja. Gut, dann lege ich mal los. Ich rede über E-Portfolios als Prüfungsform, also relativ weit weg von der klassischen Klausur, wie wir es bis eben gehört haben. Wir arbeiten schon drei Semester jetzt mit E-Portfolios. Wir haben ja im Wintersemester 2020 angefangen mit so einem kleinen Piloten in drei Veranstaltungen und haben dort Portfolios als Prüfungsform genutzt. Dann im Sommersemester hat sich die Infrastruktur der Hochschule, der UT Amberg-Weiden, erweitert und wir können jetzt Mara quasi hochschulweit nutzen. Und jetzt seit dem Oktober ganz frisch haben wir dank der Stiftung Innovation und Hochschullehre das Projekt Dreiklang gestartet, um uns vertiefst mit E-Portfolios auseinanderzusetzen, uns Wissen anzueignen und das dann auch in die Welt hinauszutragen. Und jetzt sind wir im Wintersemester angekommen, dass wir jetzt E-Portfolio als Prüfungsform flächendeckend im kompletten Studiengang nutzen und quasi noch mehr Erfahrungen damit sammeln. Wie sieht das Ganze aus oder was sind E-Portfolios vielleicht? Am Anfang noch nicht so viele Erfahrungen damit. E-Portfolios sind anders als Lernplattformen, so eine Art Personal Learning Space, also wo ich wirklich selber mein eigenes Wissen als Studierender strukturieren kann. Es ist halt ein lernerzentrierter Ansatz, kein dozentenzentrierter. Und es geht in den meisten Fällen darum, seinen eigenen Lernpfad zu visualisieren, seinen eigenen Lernweg. Man kann verschiedene Typen unterscheiden. Entwicklungsportfolios, das ist im Endeffekt das gleiche wie ein LinkedIn- oder Xing-Profil, um sich persönlich darzustellen und seine Kompetenzen. Präsentationsportfolios, da kann man E-Portfolios nutzen, um wirklich ein Thema abzuarbeiten, vielleicht ähnlich wie auch eine Seminararbeit oder einfach um ein Thema zu strukturieren. Der Vorteil der E-Portfolios an der Stelle liefern, dass ich verschiedenste Medien einbinden kann, im Gegensatz zu einer klassischen Paperarbeit. Dann Reflexionsportfolios, das klassische Lerntagebuch. Das versuchen wir verstärkt einzusetzen und wirklich die Studierenden anzuregen, sich mit ihrem eigenen Lernweg auch über Semestergrenzen hinweg auseinanderzusetzen. Und dann Projektportfolios. Da nutzen wir einfach Mahara oder E-Portfolios, um im Rahmen von einem projektbasierten Seminar verschiedene Materialien zu sammeln und dann halt dort gebündelt darzustellen. Was machen wir jetzt konkret oder wie versuchen wir E-Portfolios zu bewerten? Unser Ziel ist es quasi, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Lerntagebuch haben, das irgendwie mit dem Hochschulqualifikationsrahmen ein bisschen zu verknüpfen, um da quasi die komplette Kompetenzbreite über E-Portfolios abzuprüfen im Endeffekt, also über die reine Fach- und Methodenkompetenz hinaus, die Selbstkompetenz, auch ein bisschen die Sozialkompetenz und das den Studierenden auch quasi zu visualisieren und klarzumachen. Das Ganze machen wir, indem wir eine relativ dezidierte Bewertungsmatrix für die einzelnen Fächer haben. Also wir haben unser Lerntagebuch und sagen, wir prüfen jetzt verschiedene Kompetenzen, die gestalterische, die Sprach- und Schreibkompetenz, die Fachkompetenz und die Selbstkompetenz. Das kann je nach Modul oder Fach ein bisschen unterschiedlich sein. Und je nachdem, wie tief ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, eignet ihr euch die Kompetenzen an und wir können das auch bewerten. Und durch die Bewertungsmatrix, die wir wirklich versuchen, dann den Studenten von Anfang an mitzugeben, versuchen wir klar zu visualisieren, das ist das, was wir von euch erwarten. Und das sind so die Sachen, die ihr im Lerntagebuch so ein bisschen widerspiegeln sollt. Beim Lerntagebuch ist auf der einen Seite eine relativ persönliche Geschichte und es ist schon eine Herausforderung, das zu bewerten. Deswegen ist es ganz gut, wenn man denen so eine Handreichung gibt, das ist das, woran wir euch messen. Das zum Beispiel aus dem letzten Sommersemester, wie so ein E-Portfolio so ein bisschen aussehen kann in Mahara, wenn sie Studierende mit ihrem Gelernten sozusagen auseinandersetzen. Es ist ganz gut, also für mich als Dozent, ich habe die Erfahrung gemacht, man kriegt auch ein gutes Gefühl, wo sind sie mitgekommen, wo nicht, wo sind noch Fragen, was kann ich nochmal nehmen. Man kann es auch in der nächsten Einheit nochmal nutzen, um so eine Art Recap zu machen. Genau. Jetzt sind wir am Anfang unseres Projektes. Ziel im Endeffekt des Projektes ist es, E-Portfolios zusammen mit dem Kompetenzmodell HQR quasi theoretisch zu unterfüttern. Wir wollen quasi so ein Kommunikationspaket schnüren und am Ende auch die Anwendung klar machen, wie E-Portfolios in der Praxis für alle genutzt werden können. Wir haben in unserer Recherche die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Geografien gibt, wo E-Portfolios breit genutzt werden, aber in der deutschen Hochschullandschaft eher weniger. Und wir wollen ergründen, warum und vielleicht auch dieses Gap schließen, was wir da haben. Und zum einen wird dann quasi aus dem Projekt solche Sachen wie ein Starter-Kit, wie gehe ich mit E-Portfolios um, Tutorials, was
ist für mich als Dozent mehr Nutzen von dem E-Portfolio als Hochschule, als Studierender und auch Web-Based-Training, Anwendungen, um zu zeigen, okay, dafür könnt ihr es nutzen, da macht es Sinn und da bieten E-Portfolios einen Mehrwert für eure Lehre und für eure Hochschule. Genau, das ist so der kleine Ausblick. Wir haben jetzt unser Projekt gestartet im Oktober, erheben gerade so den Forschungsstand, gucken, was so unsere Stakeholder sind. Nächstes Jahr gehen wir die Kommunikationsplanung in die erste Evaluationsrunde, erstellen erste Inhalte und 2023 wollen wir dann in einem offenen Kurs mehrere Lernangebote streuen, damit E-Portfolios quasi in die Welt hinausgetragen werden können. Und 2024 hoffen wir, dass deutschlandweit alle nur noch E-Portfolios verwenden. Genau. Und wen es interessiert, vielleicht können wir nächstes Jahr in der gleichen Gelegenheit ein Update geben. Das sind so die aktuellen Ansprechpartner. Wir machen das zusammen mit der Hochschule Ansbach und werden gerne wieder einen Ausblick geben, wo unsere Reise hingeht. Vielen Dank. Ja, in Anbetracht der Zeit grätsche ich das tatsächlich einfach mal so ganz selbstherrlich rein, mache mit unserem Vortrag weiter, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, was passiert, wenn 16.40 Uhr ist. Mein Name ist Bastian Küppers, ich hoffe, man kann mich jetzt hören und auch unseren Bildschirm sehen. Wir sind vom Projekt Prüfung hoch 3, Didaktik, Technik, Vernetzung und haben uns über die Wirkung hoch 100 Initiative des Stifterverbandes zusammengefunden. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir glauben, dass Potenziale digitaler Prüfungen an Hochschulen nicht voll erschlossen sind. Zum einen bleibt die Prüfungsdidaktik hinter ihren Möglichkeiten zurück. Technische Systeme, die existieren, sind ausbaufähig und Einzelinitiativen sind oft isoliert, verschiedene Ebenen voneinander abgekoppelt und Stakeholder sind nicht vernetzt. Das ist im Prinzip das, wo wir unsere gemeinsame Vision entwickelt haben. Ja, wir wollen Kompetenzorientierung, Chancengerechtigkeit, Motivation und Studierendenzufriedenheit steigern. Dabei wollen wir Wahrnehmungswandel von Prüfungen im Sinne des studentischen Lernprozesses anstoßen. Wir wollen einen Kulturwandel im Kontext der Digitalisierung herbeiführen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Prüfungen mit einem ganzheitlichen Blick betrachtet werden. Und dieser ganzheitliche Blick, Bastian, wenn ich da gerade übernehmen darf, ist eigentlich auch genau das, was wir jetzt in der letzten Förderphase von Prüfung hoch 3 mit Ihnen gemeinsam mit der ganzen Community nach außen tragen wollen. Wir haben schon die Vernetzung gelebt in dieser Stifterverband-Initiative, in dem aus drei Einzelinitiativen ein gemeinsames Projekt wurde unter Beteiligung der FAU Erlangen-Nürnberg, der RWTH Aachen, des Karlsruhe-Instituts für Technologie, das Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg ist als Kooperationspartner dabei. Aber das reicht natürlich noch nicht, sondern diese Vision, die muss nach außen getragen werden. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns überlegt, wie kann man denn Anreize setzen, gute Ideen, Innovationen für zeitgemäßes Prüfen auf diesen Schwerpunkten, Didaktik, Technik und Vernetzung mit bildungspolitischen Akteuren anreizen an Hochschulen in ganz Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist die Idee der Fellowships zum digitalen Prüfen entstanden. Svenja. Genau, vielen Dank. Wir haben in Prüfung hoch 3 einiges vor. In den 2 Jahren, in denen wir ganz viel mit Ihnen in Interaktion treten wollen. Da finden wir es auch super, dass gerade noch so viele anwesend sind. Wir möchten einmal ganz stark in den Erfahrungsaustausch reingehen und in die Beratung, also Kompetenzcluster herausbilden und auch Peer-to-Peer-Learning-Communities ist auch ein ganz zentrales Element von den Fellowships, die wir jetzt vielleicht noch einmal bewerben wollen. Und es geht uns darum, Ihnen sozusagen, die Sie hier als Lehrende und auch als Third Space Mitarbeiter, Mitarbeiterin anwesend sind, ja, wenn wir alle ein Interesse an Prüfungen haben, an digitalen Prüfungen im Hochschulkontext, Sie einzuladen, sich bei uns mit den Fellowships zu beteiligen und dazu beizutragen, dass wir diese größere Vision und Ideen einer veränderten Prüfungskultur in einer digitalen Gesellschaft umsetzen können. Also zu den Fellowships, da kommen wir auch gleich noch einmal ausführlicher im kürzeren Sinne dazu, wenn wir auf unsere Internetseite blicken. Ganz grundsätzlich auch noch bei dem Thema der Entwicklung, genau, von Prüfungsszenarien gehen wir einfach in die Fellowships rein. Wir wollen auch strategisch weiterentwickeln, was an digitalen Prüfungen möglich ist. Wir wollen auch dazu beitragen, dass wir sichtbar werden mit diesem Thema über verschiedene Ideen, die wir dann auch auf unserer Website präsentieren. Da können wir jetzt einfach weiterspringen.
Und wir möchten Sie ganz, ganz herzlich einladen, die Sie hier sind, sich auch um Fellowships zu bewerben. Warum sollten Sie das tun? Einmal, Sie bekommen reell Geld. Also das Geld, was wir jetzt als Projektförderung bekommen haben über den Stifterverband, möchten wir gerne weitergeben an Sie, um damit Ideen zu unterstützen, um Personen zusammenzubringen, um sich zu vernetzen, um in diesen drei Wirkungsfeldern Didaktik, Technik, Vernetzung aktiv zu werden und einfach Ideen für Prüfungen zu entwickeln, die man vielleicht normalerweise nicht umsetzen kann, weil vielleicht Zeit knapp ist, weil Ressourcen knapp sind, einfach um hier eine erste Förderung zu bieten und gleichzeitig auch im Sinne des Fellowships Vernetzung mit Kollegen aus anderen Hochschulen anzuregen und gleichzeitig auch weiterqualifiziert zu werden, beispielsweise in ethischen Fragen. Hier schließen wir auch an die Kollegen zum Beispiel von Learning Analytics und auch Überwachung oder Begleitung von Studierenden an und hier auch einfach die eigene Sichtbarkeit der Lehr- und Prüfkompetenz bei Lehrenden und Mitarbeitern im Support zu stärken. Also das ist das Kernprojekt, was wir Ihnen hier mit den Fellowships vorstellen wollen. Sie können uns über die Website Prüfung hoch 3 erreichen und auch über die E-Mail-Adresse prüfung-hoch3@ili.fau.de. Also wenn Sie sich hier auch schon direkt weiter vernetzen wollen, sprechen Sie uns gerne an. Wir sind dabei, zu wachsen und Ideen zu generieren und wir laden Sie ganz, ganz herzlich ein, bei uns mitzumachen und einzusteigen und freuen uns über jeglichen Kontakt, über Beteiligung und halten Sie da gerne auch zukünftig ab jetzt sozusagen auf verschiedenen Kanälen auf dem Laufenden. Ganz, ganz vielen Dank.